Herzlich willkommen zum dritten Part von War Thunder. Im vorherigen Part habe ich gesagt, ja, ich spiele mal Amerika. Naja, habe ich aber keine Lust zu. Denn Deutschland, finde ich, haben die geilsten Flugzeuge und ich bin da ganz okay weit mit Deutschland. Ganz okay weit, das ist kein Deutsch. Ja, aber ansonsten. Na, dann würde man sagen, gehen wir in eine Schlacht, wie sich's gehört. Acht Schlachten sind vorhanden in Deutschland. Okay. Bodenangriff, wieder mein Lieblingsmodus. Auf einer meiner Lieblingsmaps. Auch schön. Was ich komisch finde, es gab mal ein Update, wo gesagt wurde, dass man bald Panzer und Flaks benutzen kann, aber man kann sie nicht benutzen. Wie? Es gab auf jeden Fall ein Update, aber man kann sie einfach nicht benutzen. Man kann sie nicht mal auswählen. Und deswegen fand ich dieses Patch irgendwie unnötig. Und naja, aber auf jeden Fall finde ich die Flaks und Panzer, finde ich, sind stärker geworden. Also wenn das KI sind. Aber wenn es geht, Panzer zu fahren, dann schreibt es mir in die Kommentare, die es wissen. Weil das hat mich echt verwirrt. Warum machen die ein Update, wenn man dann immer noch nicht einen Panzer oder so fahren kann? Warum machen die es dann? Das fand ich auf jeden Fall ziemlich komisch. Aber stellen wir das mal beiseite. Ja, zweiter Schultag. Mal wieder recht schön. Lehrer regnen immer noch auf. Aber kann man nichts gegen machen. Sind ja auch nur Menschen. Vorherigen Part, also im zweiten, habe ich mich echt aufgeregt über die Lehrer, aber die nerven einfach nur. Weil guck mal, die Lehrer, die ich habe, die kann man sowas von in eine Tonne hauen, aber naja, ist ja ihr Job. Und ich glaube, die hätten nicht Lehrer genommen, würden die Kinder brutal hassen. Also, den Job wahrscheinlich jetzt gar nicht angefangen. Aber auf jeden Fall greife ich hier mal schon wieder ein paar Tanks an. Was ich ziemlich mies finde, dass man mit diesem Bomber extrem lange braucht, damit er mein Geschütz hat, also um selber zu schießen. Ich weiß echt nicht, wann man das bekommen soll. Eine Bomberstaffel, also zum Bombardieren. Ich habe die Bomben dafür. So, treffe ich ein paar. Ach, nur ein? Ey, jetzt komm. Nur ein getroffen mit so viel, mit 10 Bomben. Oh, hat aber trotzdem gut Schaden angerichtet. Ey, das ist jetzt echt so wenig Schaden gemacht. Das wundert mich. So, jetzt muss ich aber gut was treffen eigentlich. Ey, was ist das für ein verpacktes Spiel? Oder kann ich einfach nur nicht treffen? Ich glaube, ich kann eher nicht treffen. Boah, wer schießt mich hier schon wieder an? Wer wagt es? Ach, hinter mich schon wieder. Komm schon, visieren, visieren. Boah, jetzt hau ich einfach mal irgendwo Bomben rein. Oh, ich treffe mal gar nichts. Auch wieder eine sehr schöne Runde. Ich hab nichts. Das geht ziemlich gut. Ja, aber das nervt mich echt. Man kann mit diesen. Okay, er heißt Bomber, aber dass die so lange braucht zum Nachladen, hätte ein bisschen und wirklich ein ganz bisschen kürzer machen können. Und dass er nicht mal ein Geschütz hat, um selber zu schießen, das finde ich scheiße. Weil es dauert recht lange, um das zu bekommen. Aber na gut. Was die Macher von diesem Spiel mal machen sollten. Ein neues Patch, um mal eine Map zu machen, wo halt so eine Map ist, wo Gewitter ist und halt, dass dann Naturgewalten kommen können. Zum Beispiel ein Sturm, dass dann Blitz einschlagen kann oder halt der Wind ganz oben einen zur Seite drängen kann, sodass man halt an Geschwindigkeit und an Kurs verliert.
und dass man in solchen Bombern auch die Innensicht machen könnte, weil das würde recht nice aussehen. So, jetzt habe ich meine schönen Bomben wieder. Dann werde ich mal... zieh hoch, gut. Wenn ich mal schön die schönen Flachs bombardieren, die regen mich am meisten auf. Denn die Flachs wurden immer stärker, meiner Meinung nach. Die können dann richtig schnell abziehen. Erst recht, wenn man sieht, welche. Boah, ich sollte ein bisschen höher fliegen. Boah, Junge. Ey, da wo ich gerade mit diesem kleinen Flugzeug hier meine Bomben wieder nachgeladen habe, greift mich hier gleich wieder einer an. Basti, Alter. Er wagt es nicht anzugreifen. Na komm her. Boah, warum trifft er denn nicht, Mann? Was ist denn das? Ich schieße da die ganze Zeit drauf, aber ich treffe ihn nicht. Ja, Abschusshilfe. Oh, danke, Mann. Du hast mir so geholfen, ey. Danke, ich liebe dich. Oh, da ist schon der Nächste. Ey, der greift mich sogar an. Ey, was hat der genommen? Mann, die gehen echt in jeden Part. Die fliegen immer nur auf den Bomber. Immer nur auf den Bomber. Ey, das kann es doch nicht mehr sein. Boah, jetzt schon meinen besten Bomber verloren. Also im nächsten Part werde ich eine Fraktion nehmen, die am Anfang gar keinen Bomber hat. Ich habe langsam gar keinen Bock mehr auf Bomber. Ich will nur diese Schnellflugzeuge und ja, guck mal, diese Schnellflugzeuge, dieser Jäger, dieser hier, ist echt schnell und hat sogar 4 Bomben. Das reicht schon mal für den Anfang. Man kann die Bomben immer eine immer größere Anzahl daran machen, wenn man ein bisschen höher skillt. Und hiermit kann man einfach von Anfang an gut damit schießen, weil der hat hier halt ein vorderes Geschütz und Bomben kriegt man noch dazu später, wenn man ein paar Kills im Krieg und alles. Und ja. So, meine beste Idee, auch wenn das nicht so viel Punkte bringt, auf den Flak zu gehen, weil dadurch bin ich gut über die Runden gekommen mit dem Level. Bringe nicht allzu viele Punkte wie ein Flugzeug, ist ja auch irgendwie klar, aber ey, man kriegt wenig Punkte. Oh nein, ey, das gibt's doch nicht, Mann. Entweder ist die Lenkung beschissen oder ich bin beschissen. Ich glaube eher ich. Das gibt's doch nicht. Und die Gegner ziehen uns wieder ab. Ist ja in jeder Runde, die ich aufnehme, ist es ja in jeder Runde so, dass wir abgezogen werden. Das könnte dann auch extrem aufregen. Aber das Spiel mag ich trotzdem. Was ich gut finde mit der Levelaufteilung. Das ist zum Beispiel in Battlefield nicht so, also in regulären Shootern ist es halt so, dass man da halt auf gute sofort antritt. Das hier ist so auf Levelbegrenzung. Zum Beispiel Level 1 und nur gegen Level 1, 2 gegen 2, Level 20 gegen 20, also in den Abschnitten auch halt. Und dass man halt nicht mit Level 1 gegen so brutale kämpfen muss, die an 3 Schüssen abziehen, ist hier halt schon so. Aber man wächst ja mit dem Spiel mit, man wird ja immer besser. Also finde ich das schon echt in Ordnung. In Battlefield oder in anderen Spielen ist das halt nicht so, man kommt halt sofort auf die. Kann das sein, dass es hier ein englischer Server ist? Kommt mir irgendwie so vor. So. Ach, da sind die Flaggs durchgeführt. So, dann greife ich mal den hier an. So, komm schon. Aber warum kann ich nicht von hier schon schießen? Oh nice. Oh, da kann ich gar keinen Schaden machen. Boah, warum sieht der so schwul an? Warum? Hinter mir ist wieder einer. Komm schon, du bist mir. Warum schießt er nicht?
Ja, danach kommt so. So, und trägt sich mal ein bisschen aus. Oh, ich habe viel verloren. Oh mein Gott. Ey. Oh, Abschüsse vor Ort. Die retten mich, Alter. Das ist ja nice. Das ist endlich mal ein Team, das einen hilft als Unterstützung. Aber es bringt mir trotzdem nichts. Und gut, ich bin schneller, Alter, und das fliegt gar nicht in meine Richtung. Ist gut. Aber es hilft trotzdem nichts, weil wir verlieren. Die Gegner sind einfach zu mächtig. Das wird in dieser Runde leider nichts. Guck mal, die haben fast das Dreifache der Punkte. Da greife ich mit einem an. Nein, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Oh, ich habe mich ja über Japaner, also japanische Flugzeuge und südkoreanische Flugzeuge aufgeregt. Weil die halt so krass sind. Aber ich habe die schon mal angetestet. Ich finde die irgendwie nicht so krass. Ich weiß nicht, was mit den Spielern abgeht, dass sie so krass OP mit denen sind. Also, das verstehe ich nicht. Weil das sind ja meistens nur Jäger. Das sind gar keine Bomber, die mich immer so brutal töten. Zum Beispiel eben, das sind irgendwie Südkoreaner. Und Hammer! Die kriegen einen extrem schnell. Gibt's irgendeine Schwachstelle bei den Flugzeugen, wo man sofort tot ist? Also, das finde ich richtig krass. Das Flugzeug ist irgendwie extrem lahm. Hallo? Es kommt doch gar nicht so vor wie 600, Mann. Guck mal, wie lang das aussieht. Los, Flug. Dort, Flug. So, jetzt begebe ich mich mal auf den Flug. Okay, ich bin eigentlich ganz alleine, aber die konzentrieren sich gerade auf jemand anders. Auf jemand anderen. Jemand anderen. Boah, mein Deutsch ist so scheiße. Keine Ahnung warum. Was ist das denn für ein Scheiß? Habt ihr gesehen, wie ich da raufgehalten habe? Was ist das denn für ein Bullshit? Ey, da braucht nur drei Schüsse, um mich einmal kurz anzurempeln, der überlebt, ich verrecke und hau da. Husten, hau da so viel rauf und der überlebt. Ey, das ist doch nicht sein Ernst, Alter. Boah, das finde ich richtig bescheuert. Also sowas kann ich echt nicht unterstützen. So, knall ich mal ein paar Bomben rauf, weil mir langweilig ist. Die Bomben mal zu, wo die raufprallen. Das habe ich gerade echt nicht nötig, ja. Da schießen die einfach mal, wissen die Gegner sofort, wo die Turbine von einem ist, auch wenn man manchmal gar keine sieht. Und dann schießen die einfach mal drauf, man ist tot. Gibt's doch nicht, Alter. Boah, ich zieh gleich 800. Das sieht aus wie Slow Motion. Das ist doch nicht mehr normal. Jetzt versuche ich noch einen Tank zu erwischen. Langsamer. Kann er nicht mal Schaden drauf machen? Ey, eine MG macht doch bestimmt Schaden. Ja, den hätte ich jetzt noch erwischt. Aber jetzt haben wir schon verloren. Das ist mies. Das ist so mies. Ich darf mich nicht mal aufregen. Ne? Ich krall mich richtig an der Tastatur und an der Maus von mir. Zum Beispiel so einer, dieses Flugzeug, was er gerade als Bild war, ist auch richtig krass. Ich weiß nur nicht, welche Fraktion dieses Flugzeug ist. Und endlich habe ich für dieses Flugzeug ein Geschütz. Den Fuck! Nur Kompressor. Ich dachte gerade. Naja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von War Thunder, dem geilsten Flug-Free-to-Play-Spiel für Zweiter Weltkrieg. Ciao.